Bevor es wirklich losgehen kann, muss erst einmal kräftig geräumt werden. Markus Najemnik will ab heute Freifunker werden und seinen privaten WLAN-Anschluss teilen. Alles, was der Mönchengladbacher dazu braucht, ist eine Internet-Flatrate und einen zusätzlichen Router des Vereins Freifunk. Um die 20 Euro kostet das Gerät. Macht man das aus reiner Nächstenliebe? Ein bisschen Ideologie ist natürlich auch mit dabei. Das hat natürlich etwas, was man früher vielleicht unter Piratensendern hatte. Freie Musik, unabhängig. Das ist Freifunk auch. Und von daher unterstütze ich das mit diesem Freifunk-Router. Rainer Gutowski von Freifunk hilft bei der Installation. Durch den Router mit spezieller Software wird die Verbindung zuerst über die Server des Vereins geleitet. So sind die Daten auf den eigenen Geräten sicher. Doch was ist mit der Störerhaftung, also wenn jemand von draußen illegale Inhalte lädt? Ja, dann passiert Ihnen gar nichts, weil der gesamte Datenverkehr über die Server des Freifunk Rheinland e.V. Geht. Stellen Sie sich einfach vor, Sie haben ein Auto, verleihen dieses und derjenige würde damit einen Unfall bauen und Sie würden dafür bestraft. Das ist die Störerhaftung, so ist es aber nicht. Sondern derjenige, der das Auto gefahren ist, wird dafür bestraft. Dieses unbürokratische Konzept hat auch die Stadt Dormagen überzeugt. Seit einigen Wochen funken hier 8 Freifunkrouter, unter anderem aus dem Rathaus. Also unser Wunsch ist zunächst einmal die Innenstadt mit Freifunk zu versorgen, dass man dort wirklich, während man ein wenig shoppen geht, auch immer im Internet sein kann. Das nächste ist dann natürlich auch unser Bahnhof mit Freifunk auszustatten. Aber genauso schön wäre es, wenn unsere Zollfeste in Zons diese Möglichkeit hätte oder auch andere Plätze in Dormagen, wo die Menschen sich einfach gerne aufhalten. Unten auf dem Platz vor dem Rathaus kommt das kostenlose WLAN gut an. Ich werde es auf jeden Fall auch nutzen, weil es ist sehr praktisch, wenn man irgendwas am Handy machen kann, also will und keine Internet-Flat hat. Und dann kann man auch auf Facebook und schreiben, auf WhatsApp oder sowas. Ja, ist praktisch, wenn man kein Internet-Flat hat. Ich habe auch keine Handy-Flatrate und so kann ich dann meiner Mutter mal schreiben oder mal auf Facebook mit meinen Freunden chatten oder generell ins Internet gehen. Dormagen ist bisher eine der wenigen Städte in NRW, die offiziell freifunkt. Doch das Netz wächst. In Düsseldorf kann man schon an vielen Orten in der Innenstadt kostenlos surfen. Mehr als 200 private Freifunkrouter sind am Netz. Und auch in Mönchengladbach ist mit dem von Markus Najemnik heute wieder einer dazugekommen. Auf der Homepage von Freifunk erscheint der neue Hotspot direkt sichtbar für alle. Wunderbar. Sind die Nachbarn jetzt alle schon in freudiger Erwartung, dass sie jetzt ihren Vertrag kündigen können? Ich glaube nicht, dass sie kündigen werden. Freuen werden sie sich bestimmt, dass sie das nutzen können. Aber an den Verträgen hängen ja meistens noch die Telefonanschlüsse oder das Fernsehprogramm. Und das werden sie auch behalten. Ich glaube nicht, dass sie kündigen werden. Gewinn machen die Freifunker mit ihrem Verein übrigens nicht. Für sie ist freies Internet ein Grundrecht.